Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schweighofer, heute mit einer kleinen Bastelstunde. Ich war wieder mal shoppen und habe wieder Low-Budget-Material gefunden für euch, das man ein bisschen umbaut, um es für sich als Fotograf im Studio perfekt einsetzen zu können. Und zwar geht es heute um eine Lampe, die dann bei der Produktfotografie äußerst hilfreich sein kann und euch natürlich sehr gutes Licht geben kann. Das Ganze wird sehr kostengünstig eingekauft und zwar bei meinem schwedischen Partner IKEA. Nee, Spaß, sind keine Partner. Aber die Lampe nennt sich auf jeden Fall Jansir. Ich kann die mal ganz kurz in die Kamera halten. Jansir, die Lampe, ist eine schwarze Lampe. Die gibt es in weiß und in schwarz. Bitte kauft sie in schwarz, damit sie nicht so sehr reflektiert. Ist eine ganz normale LED-Lampe, ja? Mit einem sehr schönen Schwanenhals. Das Coole an dieser Lampe ist, ich leuchte mal hier in die Kamera, dass die von der Form her so ist, dass sie nur nach vorne leuchtet, nach oben leuchtet in dem Fall jetzt, und ich hier null Licht bekomme. Das heißt, das Licht wird erst ungefähr ab hier, scheint es auf meinen Finger. Das heißt, die Lampe ist sehr zentriert, das LED-Licht selbst ist sehr gerade gerichtet und streut eben nicht. Das ist ein riesen Vorteil, um etwas rauszuspotten, dass ich wirklich nur Lichter auf einen Punkt setzen kann. Ja, dann was kann sie noch? Sie wird nicht warm. Und das ist auch ein Vorteil. LED wird bekanntlich, oder sagen wir so, in dieser Bauart nicht heiß. Das heißt, ich kann ohne weiteres auch mal Marzipan fotografieren, ohne dass es mir dahin schmilzt oder vielleicht Eis. Ja? Oder einfach Materialien, die auch leicht entzündlich sind, können so mit dieser Lichtquelle gut ausgeleuchtet werden. Ich möchte sie aber nicht so nutzen. Ja, mit diesem Standfuß, das ist ein recht schwerer Standfuß, das bringt mir nichts. Dadurch, dass ich im Studio sehr häufig mit Stativen arbeite, brauche ich eine andere Lösung, um diesen Schwanenhals eben montieren zu können, wo ich möchte. Und da war ich in einem weiteren Laden. Eigentlich war es meine Frau, die in einem anderen Laden war, und zwar im Primark, wo es eben bei Unterwäsche diese wunderbaren Primark-Clips gibt. Ja, ist nichts anderes als wie dieser Wäscheclip, den man dann aufhängen kann. Und der Vorteil von den Teilen ist, die sind relativ stabil, die haben eine gute Klammer drin, eine gute Feder und vor allem sind sie gummiert. Das heißt, ich kann sie irgendwo auch auf Materialien, die vielleicht mal zerkratzt werden oder so, anbringen, ohne dass sie kaputt werden. Und die sind recht fest. Also da kann man ohne weiteres auch so einen Schwanenhals montieren. Wie kommt diese Lampe aus der Verpackung? Die wird genau so geliefert, was natürlich äußerst angenehm ist, weil man sieht schon hier, zwei Bohrlöcher mit Gewinde und dazu passende Schräubchen mit einer kleinen Beilagscheibe werden mitgeliefert, eben zwei. Das heißt, wenn ich beide montiere, dreht sich die Lampe nicht mehr, das auch schon einen äußerst guten Vorteil vorweist. Was brauchen wir für den Umbau? Naja, ich habe mich so ein bisschen hingesetzt, habe das Ganze mal getestet und bin drauf gekommen, wir brauchen als allererstes mal eine Bohrmaschine, um Bohrlöcher zu machen. Das heißt, eine Bohrmaschine hier mit einem 8 mm Bohrer, das reicht auf jeden Fall. Dann zur Not Gaffer-Tape, weil Gaffer hält die Welt zusammen. Ein Kreuzschraubenzieher, falls man das Teil hier noch ein bisschen zurechtschnippeln muss, eben eine Beißzange. Gummiringchen und aus unserer Küche weißes Backpapier. Weißes Backpapier darf in der Fotografie nicht fehlen, wenn man wirklich mit normalen Lampen arbeitet. Denn selbst wenn man mit heißen Lampen arbeitet, Backpapier verbrennt halt nie. Und das ist wunderschön am Backpapier. Das habe ich übrigens schon zugeschnitten, deswegen brauche ich das nicht mehr. Gut, wie werden wir vorgehen? Ich sag mal, ich bohre mir hier jetzt einfach mal zwei Bohrlöcher rein, dass ich die dann wunderbar verschrauben kann. Mal kurz schauen, wie wir das hier machen. Ein bisschen auf der Seite. Ich fange mal mit Bohrloch 1 an. Ja? Liebe Kinder, wenn ihr das zu Hause macht, lasst das eure Eltern machen. Optimese. Das heißt, zwei Bohrlöcher sind hier reingemacht. Und jetzt können wir auch schon probieren, ob die Schrauben reinpassen. Das heißt, ab jetzt werden einfach nur noch die Schräubchen montiert. Bitte vergesst mir aber nicht die Beilagscheiben, damit die Teile dann auch wirklich haften und nicht aufgehen. Und fertig ist der Montagefuß für unsere Lampe. Das heißt, die kann man überall jetzt schön reinklemmen, kann man drehen, wie man will. Und das Licht eben sehr gerichtet und gespottet verwenden. Oder ihr möchtet das Ganze butterweich durch eine Softbox nehmen. Dann schneidet euch einfach das Backpapier ungefähr so zurecht. Ja? Dann werden hier Gummibändchen drum gemacht und das dann darüber gemopst. So. Irgendwie. Dass das halt schön wird. Man sieht, ich bin kein Rossschwanz-Spezialist. Ja? Wenn jemand
lange Haare hat, weiß er, wie das am besten geht. Und jetzt sollte die Lampe dann auch noch eingesteckt werden und dann sollte sie auch funktionieren. Gut. Was kann man sonst noch aus den Teilen machen? Nun, ich habe jetzt eine mit Standfuß, eine mit einer Primark-Klemme und eine für Männer. So eine richtige Klemme, ja. Diese Teile habt ihr bestimmt schon gesehen, die gibt es meistens im Baumarkt oder zweimal im Jahr beim Hofer. Wer jetzt nicht weiß, was Hofer ist, das nennt man in Deutschland Aldi, ja, sieht oder not. Da gibt es die zweimal im Jahr, meistens im Frühling oder eben im Herbst. Und die kaufe ich immer ein, zu Massen. Ja, die brauche ich immer, das sind super Klemmen. Und die gibt es, wie gesagt, in groß oder sogar in mittel und dann auch noch in klein. Das heißt, kauft euch mal solche Teile, man braucht sie immer. In diesem Sinne, viel Spaß beim Ausleuchten eurer Produkte. Versucht vielleicht sogar auch mal Akzente zu setzen, wenn ihr Dauerlicht Porträts zum Beispiel macht. Ich werde das jetzt mal machen, weil ich tierisch Bock drauf habe, das Beauty-Licht hier mit der Softbox in Kombination mit hartem Licht als Streiflicht zu setzen. Naja, vielleicht schaffe ich es ja, meinen kleinen Hund damit auszuleuchten. Ein richtiges Gesicht? Mal schauen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim Basteln. Tut euch nicht weh, Jungs und Mädels. Ja, nicht, dass es heißt, ich habe das Schweighofer-Video gesehen und seitdem fehlt mir ein Finger. Das wäre natürlich blöde, ja, wenn der abreißt. Und ja, mir bleibt noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zusehen. Schweighofer, viel Spaß beim Arbeiten. Hand out.